Guten Abend und Servus an alle da draußen, die zugeschaltet sind. Wir gucken gleich mal, ob wir hier fündig werden im Uble-Büro. Denn es soll ja irgendwo wieder diese besondere Tür versteckt sein. 2018 ist schon rum. Sternsinger ist auch erst im Neujahr. Ah, da schaut es doch gut aus. Jo, das ist der crazy verrückte Adventskalender. Dann schauen wir doch gleich mal in die Tür 1 rein. Das ist diesmal in dem Säckle hier drin. Mhm. Der erste Hinweis ist gefunden. Jo, hier war ganz offensichtlich ein Stück eines Pizzakartons drin. Sehen wir hier, Steinofenpizza. Liebe Freunde, ich werde immer mehrfach im Jahr durch lustige Scherzanrufe angerufen, sowohl auf dem Handy als auch auf dem Festnetz. Da kommt dann zum Beispiel vor, Pizza Bella Pistazio, die Pizza kommt etwas später. Entschuldigung, muss noch schauen in die Unterlagen, wo richtige Adresse. Und da kommen dann immer so Fake-Anrufe, vor allem mit diesem Pizza-Prank eben, mit diesem Streichanruf. Aber auch zum Beispiel mit Mülltrennung und anderen Marcofono-Verarschungen. Heute drehen wir den Spieß mal um. Das Team hat sich gedacht, wir bringen eine Aufpack- und ja, Tiefkühlpizza in ein Fastfood-Restaurant, das eigentlich gar keine Pizzas anbietet. Aber wir liefern jetzt eine Pizza in ein anderes Fastfood-Restaurant und mal gucken, was dann passiert. Viel Spaß mit dem ersten Streich. Haus 1 für die Pizza zum Warmmachen. Pizza zum Warmmachen? Pizza Warmmachen, wir haben nur den Grill hier, das ist nur für Fleisch. Ach, Sie haben Grill, ja, dann können wir es ja kurz aufpacken oder so. Wurde Sie hergestellt? Sie haben Sie mit jemandem geredet? Ja, der Herr Waldner hat mich geschickt von der Kirchenstraße. Dann haben Sie wahrscheinlich angerufen oder für den. Ich weiß nichts davon. Also soll mein Chef gesagt haben oder? Ja. Wie heißt er? Haus 1. Maxim. Ja, Haus 1. Maxim hat gesagt, er soll das Zimmer machen. Also das ist so für Steinofen. So ja, das ist ein Ofen für Burger. Ich weiß nicht, ob es geht. Es wird verbrennen. Es wird verbrennen? Das ist nur für Fleisch gedacht. Ach so, aber vielleicht für die also Fritteuse oder für den. Fritteuse? Ja, geht leider nicht. Das ist so wie. Ist nur für Pommes. Also so wie Mozzarella und. Gar nicht, leider nicht weiter. Geht auch mal Käse. Ja gut, ich weiß nicht, wer bestellt hat, dann vielleicht für andere Nachbarn. Vielleicht für andere Nachbarn, ich weiß ja nicht, wer bestellt hat. Dann vielleicht für Geschenk oder auch dann zu behalten. Wer hat es bestellt? Haus 1, also ich suche Tür 1, 33, oder? Welche Hausnummer? Ich kann ihn nicht weiterhelfen, sorry. Ach so, aber Sie sind doch fast von. Das ist nur Burger. Keine Pizza. Ach so, und der Pommes so. Ja. Ist nicht dabei. So. Come on everybody, come on, clap your hands, come and sing with me. There once was a ship that put to sea, the name of the ship was the Bottle of Tea. The wind blew up and down again, you just can do so. Hey, somebody, the Bottle of Mine come to bring the sugar and tea and rum. Here is the Pizza Man come und he is wieder rum, rum, rum. Yeah, I wish you a very best Merry Christmas. And this was only just a joke. So, Freund Konja. Entschuldigung, ich habe nur einen kleinen Spaß gemacht.
schönen Abend und bleiben Sie gesund. Eben kommen Sie zum Zirkus gerne. Soweit also der Pizza-Prank, diese Veräppelung und Streichspielung für einen Fastfood-Schalter irgendwo hier in der Region. Tja, auch wenn man selber keine Pizzas ausliefert, vielleicht bekommt man selbst mal irgendwann eine zugeschickt, wie im vorliegenden Fall. Und der angebliche Chef Maxim hat natürlich gut inspiriert und improvisiert, dass wir diese Gelegenheit gleich beim Schopf ergriffen haben. Seid ihr auch schon ein paar Mal scherzhaft angerufen worden? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Wir haben uns jetzt noch eine kleine Adventsüberraschung für euch überlegt da draußen. Und zwar werden wir hier in der Gemeinde mehrere solche Zipfelmützen, Nikolausmützen platzieren und verteilen. Die können zum Beispiel an öffentlichen Bushaltestellen, Bahnhöfen oder auch jetzt zum Beispiel am Marktplatz, am Dorfplatz aushängen und ausliegen. Immer wenn ihr so eine Mütze findet, könnt ihr mal reingucken. Da liegt dann vermutlich eine kleine Überraschung drin. Es ist so gedacht, dass jeder, der so eine Zipfelmütze annimmt, zum Beispiel die Süßigkeit oder die Überraschung, die sich darin befindet, ganz einfach sich selbst gönnt und danach diese Mütze wieder neu befüllt mit einem Süßwarenartikel oder auch mit einem kleinen Überraschungsteil, das maximal 5 Euro kosten soll. Und wenn man die Mütze neu befüllt hat, kann man sie einfach weiterschenken an Freunde, Bekannte, Nachbarn, Sonstiges. Also bitte immer weiter teilen, immer weiter und weiter weitergeben, sodass alle eine kleine Advents- und Weihnachtsfreude empfangen können. Die Gomez ist natürlich auch dabei, unser Studiohund, freut sich auch immer über lustige Gaben. Genau. Und wir freuen uns einfach, wenn diese Mütze dann im Laufe der Adventszeit wandert und immer weitergereicht wird. Euch eine schöne Zeit und wir sehen uns morgen wieder, 20.15 Uhr, selbe Zeit, selber Ort. Bis dahin, ciao, macht's gut. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All my family so that everyone was up and sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All my family so that everyone was up and sleigh. Postbank City, calling all the way.